Hey, Pusten! Hey, Pusten! Ja, mein Gott, wie der schlaft. Der schnarcht ja wie eine alte Kreissäck. Auf geht's, Pusten! Aufsteh, was ist? Was ist denn? Ja, was werden sein? Sechs ist, abgehst wirst. Ah, 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 weckt mit der jetzt auf, wo mir grad so was Schönes träumt hat. Ja, warum, was hat er denn träumt? Ah, mir hat jetzt träumt, ich bin ein Enten in einem Weiher so umeinander geschwommen, auf einmal sehe ich am Ufer draußen einen Wurm, einen länglichen gelben Wurm, ungefähr 30 cm gelb. Ich schwimm auf den Wurm zu und gerade wie ich einen Schnabel aufreiß und will den Wurm packen, hast mich du aufgeweckt. Ah, oh, das ist aber schade. Ja, wenn ich da eine Ahnung gehabt hätte, dann hätte ich dir den Wurm zuerst noch fressen lassen. Aber das kann ich nicht schmecken, dass du gerade träumst. Ja, und ich kann da nicht zu dir sagen, lass mich schlafen, weil ich noch träum. Naja, jetzt ist er schon vorbei. Jetzt ist er ja gleich. Ein schöner Traum war es sowieso nicht. Für einen Enten schon. Für einen Enten war das sogar ein wunderbarer Traum. Für einen Enten ist es genauso, als wäre, wenn das Tier von einem Schweinsbraten träumt. Ja, ja, für einen Enten schon. Aber du bist ja kein Enten. Aber im Traum war ich eine. Also pass auf. Ich war ein Mensch, der im Schlaf träumt hat, dass er ein Enten ist, der wo einen Wurm fressen ja, will. Ja, ja, ne? Das verstehe ich schon. Aber jetzt, meine, momentan bist du kein Enten mehr. Das musst du zugeben. Das verstehst du nicht. Für solche Träume bist du noch zu jung. Da brauchen wir ja gar nicht lang streiten. Schau, du darfst mir direkt dankbar sein, dass ich dich überhaupt aufgeweckt habe. Denn wenn ich dir den Wurm wirklich fressen hätte lassen, dann war der jetzt höchstens recht schlecht. Ach, Rimpfig. Ich hätte ihn doch nicht gefressen. Die Anten hätten doch gefressen, die, wo ich im Traum war. Und einer Anten wäre doch nicht schlecht, wenn es einen Wurm frisst. Ja, verstehst mei. Du das nicht? Ja, jetzt, wer hätten den Wurm eigentlich fressen wollen? Ja, wie oft muss er denn das nur sagen? Die Anten hätten fressen wollen. Ja, hat denn der Anten geträumt von dem Wurm? Nein, mir hat es geträumt. Einer Anten, ob es einer Anten geträumt, das weiß doch überhaupt kein Mensch. Das lassen wir das mal mehr Ruhe. Das wäre direkt eine zoologische Berechnung sozusagen, nicht wahr? Wenn es einer Anten wirklich träumen tat, dann könnte man es doch, das kann doch die Anten nie sagen. Bei einem Papagei ist das ganz was anderes. Der Papagei, der kann in der Früh sagen, mir hat es geträumt, nicht? Aber ein Anten kann doch nicht reden. Und jetzt lasst du mich rüber. Ja, da sieht man, dass das auch ein Schmarrn ist, was du sagst. Sieht man es. Denn vorher hast du behauptet, für einen Enten war das ein wunderbarer Traum. Und jetzt sagst du wieder, einen Enten träumt es überhaupt nicht. Lass mal jetzt mehr. Du musst dir doch denken, dass das alles dir nur träumt hat. Und Träume sind doch Schäume. Das war eben kein Schaum, das war ein Wurm. Und wenn du mir es jetzt nicht glaubst, dann träumst du heute Nacht dasselbe. Und gerade wenn du in den Wurm reinbeißen willst, dann wecke dich auf. Herein. Grüß Gott, Herr Kommerzienrat. Guten Tag, zu wünschen. Mein Name ist Brandstätter. Ja, und? Ja, ich komme da in Sachen wegen mir. Bitte nehmen Sie Platz. Bin so frei. Was steht zu Diensten? Ja, wie gesagt, wir kennen uns ja, nicht wahr, Herr? Kennen? Ja. Ich wüsste nicht, woher. Freilich kennen wir uns. Sind Sie nicht einmal vor 8 oder 9 Jahren mit der Straßenbahn durch die Bahnhofstraße gefahren? Da sind Sie auf der hinteren Plattform gesessen. Ach, nein, 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 das kann nicht stimmen. Erstens sitzt man nicht auf einer Plattform, zweitens fahre ich niemals Straßenbahn. Und wenn schon, dann mit dem Auto. Stimmt, dann haben wir uns irgendwo in einem Auto getroffen. Ach, Unsinn, zur Sache. Also was führt Sie denn zu mir? Ja, mein Name ist Brandstätter, Schreinermeister. Ja, stimmt, ja, 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 ja. Jetzt erinnere ich mich, sagen Sie, waren Sie nicht vor ungefähr 10 Jahren beim Herrn Baron von Rentbremerding angestellt als Gärtner. Stimmt, ja, ja, ja. Ja, da war ich Gärtner. Das heißt, ich war kein direkter Gärtner. Ich war kein Direktor und ich war auch kein Gärtner. Da war ich Spritzbrunnenaufdreher. Spritzbrunnenaufdreher? Ja, ist denn das auch ein Beruf? Beruf weniger. Nebengeschäft, wenn ich so sagen darf. Denn da habe ich das ganze Jahr nur 2 Mark verdient. Was? 2 Mark im ganzen Jahr? Aber ich bitte Sie, davon kann man doch nicht leben. Ja, mei, leben.
Leben schon, aber wie halt? Wie das ist das unverständlich? Wie ist das möglich, dass Sie das ganze Jahr nur 2 Mark verdient haben? Ja, das kann ich Ihnen schon erzählen, wenn es Ihnen interessiert, Herr Kommerzienrat. Der Herr Baron Rembremmerding hat nämlich in seinem großen Park eine Funkstation. Nein, auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie das gleich. Eine Fontäne. Ach, jetzt verstehe ich es jetzt. Eine Fontäne, meine ich. Fontäne, ja, stimmt. Na, wir bei uns daheim sagen halt Spritzbrunnen. Und diesen Spritzbrunnen habe ich beim Herr Baron Rembremmerding verwaltet, was, sozusagen. Verwaltet? Ja. Wieso verwaltet? Ja, alle Frühjahre habe ich diesen Spritzbrunnen aufgedreht. Dann hat er den ganzen Sommer durch gespritzt und im Herbst, Ende Oktober, habe ich den Spritzbrunnen wieder zugedreht. Fürs Aufdrehen habe ich 1 Mark gekriegt und fürs Zudrehen auch wieder 1 Mark. Das sind im Jahr 2 Mark. Na, wissen Sie, Herr Brandstifter. Brandstätter, wie ich bitten darf, ja. Brandstätter, verzeihen Sie, ja, Herr Brandstätter. Ich will Ihnen was sagen. Für diese 2 kurzen Tätigkeiten finde ich 2 Mark eigentlich ganz gut bezahlt. Natürlich ist es ganz gut bezahlt. Dann mache ich auch an Herrn Baron von Rembremmerding nicht den geringsten Vorwurf. Bezahlt wäre es gut, aber nur zu wenig Beschäftigung war das, wissen Sie? Ja. Ja, wenn der Herr Baron von Rembremmerding in seinem Park zum Beispiel 1000 solche Spritzbrunnen hätte, und diese 1000 Spritzbrunnen müssten jeden Tag auf- und zugedreht werden, das wären im Tag 2000 Mann, das wäre Geschäft. Naja, aber ich bitte Sie, welcher Mensch kann sich heutzutage einen Luxus von 1000 Spritzbrunnen leisten? Ja, niemand. Alle zurück hier, nicht zu nahe an das Feuerwerk herangehen, sonst passiert etwas. Zurück hier, zurück. Sie, Herr Nachbar, wann wird denn das Feuerwerk abgebrannt? Ja, sobald es finster wird, glaube ich. Ja, jetzt ist es eigentlich aber noch nicht recht finster. Ja, deshalb wird es ja auch jetzt noch nicht abgebrannt. Wenn es aber heute nicht ganz finster wird, dann wird es jedenfalls heute auch abgebrannt werden. Dann könnte man es doch jetzt abbrennen, denn jetzt ist doch noch nicht ganz finster. Ja, was weiß denn ich. Jedenfalls ist es wahrscheinlich jetzt noch zu hell. Dunkler muss es auf alle Fälle werden. Ja, erlauben Sie noch eine Frage. Wenn es aber heute ausnahmsweise nicht ganz dunkel werden würde... Reden Sie doch kein Mist daher. Dunkel wird es doch jeden Abend. So? Ja, wenn es, wie Sie sagen, jeden Abend dunkel wird, dann könnte man doch auch jeden Abend ein Feuerwerk abbrennen. Ja, gewiss könnte man das, aber das hätte doch gar keinen Sinn. Dann wäre doch ein Feuerwerk was ganz Alltägliches. Ja, dann hätte doch das auch keinen Sinn, wenn es täglich dunkel wird. Okay, das hätte eben schon einen Sinn. Denn wenn es auf der Welt niemals dunkel werden würde, dann könnte man auch niemals ein Feuerwerk abbrennen. Warum kennt man das nicht? Es heißt doch, alles kann man, wenn man will. Ja, natürlich kann man das Feuerwerk auch jetzt abbrennen, aber man sieht es doch nicht, weil es doch noch zu hell ist. Begreift es denn das jetzt gar nicht? Ja, wenn es finster ist und das Feuerwerk wird nicht abgebrannt, dann sieht man ja doch auch nichts davon. Lassen Sie mir doch jetzt endlich einmal mehr Ruhe. Das ist doch ganz klar, dass man im Finstern nichts sehen kann. Ein Feuerwerk auch nicht? Ja, das Feuerwerk, das sieht man auch im Finstern. Auch wenn es nicht angezündet wird? Nein, da kann man es doch nicht sehen. Aber wenn es hell wird, dann sieht man schon. Mein Gott, Sie bringen mich direkt zur Verzweiflung. Wenn ein Feuerwerk nicht angezündet wird, dann sieht es nicht, ob es jetzt hell oder dunkel ist. Und jetzt bitte ich Sie um Himmels Willen, lassen Sie mir doch endlich einmal eine Ruhe mit Ihrer saudummen Fragerei und warten Sie doch einmal jetzt, bis dann endlich dunkel wird. Ja, ich kann mich doch nicht bis morgen früh da herstellen und warten, bis es dunkel geworden ist. Bis morgen in der Früh, das braucht es auch gar nicht. Bis morgen in der Früh, da wäre es ja schon lang zu spät. Denn da wird es doch schon wieder hell in der Früh. Ja, aber wenn... Steigen Sie mir doch am Buckel auf. Ja, jetzt haben Sie mich auf eine gute Idee gebracht. Von einem Buckel aus sieht das Feuerwerk viel besser. Da, jetzt muss ich spielen. Da geht's schon, sind Sie hinter. Raketen. Blau, wunderbar. Schauen Sie die schönen Farben. Ja, was ist denn das? Da schauen Sie, lauter Silber und Gold. Wunderbar. Wirklich wunderbar. Na, was sagen Sie jetzt, Herr Nachbar? Ja. Wie hat denn jetzt das Feuerwerk gefallen? Ja, wunderbar. Ja, ein Feuerwerk ist halt immer was Wunderbares. Na, also. Schön war es und kracht hat es oft, aber stinken tut es nach einem Feuerwerk furchtbar. Ja. Es riecht nicht alles gut, was kracht.
Wenn ich eine halbe Stunde da sehe, sind alles gewachsen. Geh, reden Sie doch nicht so unverschämt daher. Sie haben ja überhaupt nicht gelitten. Was meinst du? Ich hab schon gelitten. Sie sind mir direkt mit Ihrem Radl zwischen Sie haben mich nicht gehört, das ist nicht wahr. Wer hat nicht gelitten? Ich hab schon gelitten. Ich hätte nicht gelitten, für was habe ich denn an meinen Radl eine Glocken dran? Herr Nachbar, Sie sind Zeuge. Habe ich an meinen Radl eine Glocken dran oder nicht? Das stimmt, da muss ich dem Herrn Radfahrer recht geben. Der Herr hat seinem Rad eine Glocken dran. Ja. Geht, das glaube ich schon, dass er eine Glocken dran hat. Aber Kitten hat er nicht mit der Glocken. So, die Frau, reden Sie doch nicht so dumm daher. Was hätte denn die Glocken an dem Herrn sein Radl für einen Zweck, wenn er nicht läuten geht? Unsinn, was verstehen denn Sie? Da schauen Sie her, wie ich ausschaue. Einen ganzen Rock hat er mir da rüber. So hätten Sie keinen Rock anzogen. Das hätte Ihnen so passen, gell? Ja, mir schon. Sie, Herr Schutzmann, wo sind Sie? Herr Schutzmann, sind Sie gut? Kommen Sie mal her, da bitte. Da kommen Sie mal her, Herr Schutzmann. Ja, was ist denn hier los? Die Frau ist mir direkt... Schauen Sie mal her, ist nicht wahr. Lassen Sie mich zuerst reden. Schauen Sie her, Herr Schutzmann, dieser Herr ist mir soeben mit seiner Glocken in meinen Rock gefahren. Ah, ist gar nicht wahr. Schauen Sie, Herr Schutzmann, ich bin mit meinem Radl auf der Straße gefahren und habe mit der Glocken gelitten. Die Frau hat mich nicht gehört und meine Glocken auch nicht. Und ist mir direkt in Fürsten, die Herren da... Ja, wie man nicht so lieben kann, das ist ja alles gar nicht wahr, was der sagt. Was ich das hab, ist ne? nicht wahr, Herr Schutzmann. Sie sind ja ein Schwindler, ich bin kein Schwindler, ich bin ein Radfahrer. Ist nicht wahr. Ich bitte Sie, Herr Schutzmann, schauen Sie, lassen Sie mich doch auch reden. Ich bin gewiss eine anständige Frau, das sieht man. Ich bin gerade im Moment so allein auf der Straße gegangen. Wenn Sie schon einmal allein auf der Straße gehen, dann sind Sie keine ganz anständige Frau. Ja, bitte, so lassen Sie mich doch zuerst ausreden, nicht wahr? Ich bin gerade auf der Straße gegangen, auf einmal kommt der Depp mit seinem Radl dahergesaust und fährt mir mit 40 Kilometer Geschwindigkeit direkt zwischen Füßen. Schauen Sie mich doch an, wie ich ausschaue, mein ganzer Rock ist zerfetzt. Ich verlange von dem Herrn ein Schmerzensgeld. So, haben Sie vielleicht an einen Rock Schmerzen? Schmarrn, aber Sie, als Schutzmann, ich bitte Sie, Sie haben doch die Pflicht, dass Sie diesen sauberen Herrn Radfahrer sofort aufschreiben. Das kann ich von Ihnen verlangen, jawohl. Ja, das mache ich sowieso, aber zuerst Ihre Personalien. Sie heißen? Maria. Wie noch? Huber. Geboren? Am 23. Was, 23.? Naja, November. Ja, weiter, was für ein Jahr. Diktieren Sie doch etwas schneller. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss heute noch mehr Radler aufschreiben. Schneller, also los. Was, schneller? So schnell können Sie nicht schreiben, wie ich reden kann. Da kümmern Sie sich nicht um mich. Also schneller, los. Ja, also bitte, dann schreiben Sie doch. Ich heiße Maria Huber, geboren den 23. November 1892 zu Ingolstadt an der Elbe, als Tochter eines verheirateten Kehrichtonnenabfuhrchauffeurs. Meine Mutter war eine geborene Carolina Tintipfelsieg aus Wallersdorf bei Rosenheim, Bezirksamt Oberbayern. Ah, halt, da komme ich ja nicht mehr mit. Etwas langsamer doch. Gell, ich hab's ja gewusst. Ich hab's Ihnen ja gleich gesagt, dass Sie nicht nachkommen. Ich hab's Ihnen doch gesagt, dass Sie nicht so schnell schreiben können, wie ich reden kann. Na ja, bei dem Mundwerk. Kinder, nicht mehr nach.